Ich nehme das Ganze in 4K auf, dann habe ich nämlich maximal 6 Minuten Zeit. Bitte nicht davon irritieren lassen, dass ich mal erwähnt habe, dass meine Geräte alle geroutet sind. Wechselaufer ständig. Also das Gerät ist geroutet, aber da mittlerweile Root nicht mehr einfach so nur mit Vorteilen kommt, müssen die Leute Wege finden, Root zu verbergen, und dadurch Magisk bietet eine Option, wie man im Prinzip eine App vorgaukeln kann, dass das Gerät nicht geroutet sei. Das habe ich jetzt hier gemacht. Das heißt, sobald ich hier Better Battery Stats, kurz BBS, öffne, kommst du hier genau in denselben Modus rein, weil da kein Root, keine Root-Anfrage, ja, er kann die stellen, aber es kommt halt keine SU-Bin zurück. Das heißt, er ist darauf angewiesen, dass ich dem jetzt hier weiterhelfe. Ich habe jetzt nur das Kabel angeschlossen, damit ich hier gleich nicht einhändig rumhantieren muss. So, das nächste. Install necessary ADB drivers and EXA on PC. Das ist super simpel. Ganz normale Programminstallation. Und dann das nächste. Du gehst halt hier, dort, wo die ganzen interessanten Sachen stehen. Zum Beispiel die Bildnummer interessiert uns. Ja, okay, das ist jetzt hier. Ja, okay, ich habe das schon entsperrt und haben sich die Entwickler vom Custom ROM einen Spaß erlaubt. Das ist jetzt hier nicht repräsentativ. So, das hier ist alles uninteressant. Das Einzige, was wir brauchen, ist USB-Debugging. Das einfach mal toggeln, dann kommt so eine Warnung, das hat nur für Entwickler ist, bla bla bla, kann aber nichts schief gehen. So, als nächstes öffnen wir die Seite, wenn wir das noch nicht getan haben, diese ja, install necessary ADB drivers sind ja da, da, die, da, da. So, und jetzt öffnen wir ein Terminal. Das machst du unter Windows, unter Aus für Start und dann hier ausführen. Das ist jetzt Linux mit KDE Plasma, Manjaro mit KDE Plasma. Das ist ein bisschen anders, aber das Prinzip ist komplett dasselbe. Das heißt, wir gehen jetzt, nein, wir machen das mal einmal ordentlich. Geh mal einmal auf meinen zweiten Desktop hier drauf, der ist nämlich leer. So, Terminal. Und jetzt verbinden wir als erstes den Telefon mit dem Computer, genau. Transfer Files, Dateiübertragung. Ja, und alles, was dann hier vom Storage kommt, möchten Sie aufrufen? Nein, alles egal. Dann tippst du in den Terminal. ADB Devices, um erstmal den Daemon zu starten und zu zeigen, um überhaupt hier erstmal diesen ganzen Prozess zu triggern. Ja, started. Ja, sieht gut aus. Wenn da jetzt unauthorized stehen würde oder so, dann müsstest du gucken, dass du hier so eine Bestätigung kommst, ob du mit dem Computer dich wirklich austauschen möchtest. Ja, nein. Habe ich das jetzt geschlossen? Nein, habe ich nicht. Moment. So. Habe ich doch geschlossen. BBS no root. Ah, genau. Und der Rest. Also dann öffnen wir jetzt Better Battery Stats. Genau, und die kann man jetzt entweder mühsam abtippen und Tippfehler machen, oder man nimmt die sich hier einfach die Commands raus. So, ADB D Shell. Einfach Copy Pasta. Copy Terminal. Enter. Passt. Wenn nur ein Dollar rauskommt, ist schon mal gut. Also wenn keine Fehlermeldung kommt, alles wunderbar. Viel Zeit haben wir noch. 1,41 soll den hauen. Zack. Und als letztes, ja genau, dann nicht die Klammer mit kopieren. Das wäre ärgerlich. Terminal einfügen. Enter. Sollten hier drei Commands sein, sieht für mich richtig aus. Grant, PM Grant, ja, bla 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 bla. Ja, Dump, Battery Stats, ja, passt. So. Ja,
Blöder Kamerahumpel. So, jetzt sollte. Tada! Better Battery Stats läuft ohne Root mit allem, was du unter Root hast. Während du lädst, kriegst du hier keinerlei Statistiken. Das heißt, du hast jetzt. Jetzt ist der. Jetzt behauptet er noch eingesteckt zu sein, da fließt wahrscheinlich noch ein bisschen Strom. Ja, genau. Dann müsste man jetzt auf Refresh gehen. Genau, und dann nimmt der Better Berry Stats auch schon seine Arbeit auf. Und das ist der gesamte Prozess. Du haust die drei Commands rein. Ja, schließt die App einmal, öffnet oder gehst zurück. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich gedrückt habe, muss ich mir selber im Video angucken. Auf jeden Fall super simpel und schon hast du hier wirklich eindeutige. Ja, gut, dieses ist natürlich ziemlich fachchinesisch teilweise, aber ich bin da mittlerweile, ich lese mich da seit mehreren Jahren ein, also ich kann dir da zu jedem Weglog was sagen.